Hallo Peter. Servus Wolfgang. Wir sind heute in Wien, flankiert zwischen dem Kunsthistorischen und dem Naturhistorischen Museum in Wien. Der Frühling kommt. Der Frühling kommt. Ja, endlich. Wunderbar. Aber du hast ja schon einen Teil des Frühlings für dich geholt. Du warst in Israel. Im Jänner. Im Jänner, ja, ja. Zum Jahresbeginn sozusagen. Also es war am 29. 30. oder so gestartet, bis 11. zwei Wochen. Ein Roadtrip durch Israel gemacht und es war ein genialer Start ins neue Jahr. Und war wunderschön. Du warst zum ersten Mal dort? Ich war zum ersten Mal dort. Ja, war sehr gespannt. Ist ja ein sehr spannendes Land mit einer riesigen Geschichte. Und obwohl ich nicht aus religiösem Hintergrund dorthin gefahren bin, aber schon sehr spannend zu sehen, wie da die verschiedensten Kulturen auf engstem Raum zusammenleben und teilweise funktioniert. Und ja, teilweise leider auch nicht, wie man ja in den Grenzgebieten immer wieder sieht und hört. Was ist so am stärksten in Erinnerung geblieben? Wir waren am letzten Tag in Palästina, in Hebron, und waren dort bei Einheimischen eingeladen. Und die haben uns halt erzählt, wie sie leben in einem, eigentlich in Palästina, aber in einem Gebiet, das von den Israelis besetzt worden ist. Und ja, halt, das ist schlimmer als Gefängnis. Also sie sind dort eingesperrt und unter Lebensgefahr. Also die stehen auch nicht unter Zivilrecht, sondern unter Militärgesetz und können jeden Tag eingesperrt werden wegen irgendwelchen Gründen und müssen sie dann selber rechtfertigen, warum sie das nicht gemacht haben oder wie auch immer. Und es war eine ganz schräge Erfahrung. Und was ich aus der Erfahrung mitnehme, ist, dass ich einfach das unheimlich schätze, wie frei wir in Österreich sind und wie wir da Grenzen in Europa überwinden können, ohne irgendwas. Ist das dort auch, wie wir da nach Palästina gefahren sind, mit diesen ganzen Checkpoints, dass man die durch muss? Genau, ja. Also es fühlt sich an wie ein großer Flughafen. Es ist ganz schräg. Du musst immer wieder durch Checkpoints durch, die schauen ganz genau deinen Rucksack an und greifen in deine Taschen. Also fühlt sich alles andere an als frei sein. Mhm. Ganz eine bedrückende Erfahrung, aber umso beeindruckender, wie die Familie da verharrt und die Mutter sagt, das ist das Haus, das ich mit meinen Händen aufgebaut habe und das will ich schützen und ich lasse mich da von den Israelis nicht vertreiben. Also hat mich echt sehr beeindruckt. Mhm. Andererseits sehr schwierig für die Situation oder für den Sohn, der in meinem Alter ungefähr ist, also Mitte 20 und eigentlich nur frei sein will, der eigentlich nur leben will, und aber sein Leben damit verbringt, dass er sich schützt und sein Haus beschützt, also hat keine Lebensqualität, aber er macht es eigentlich der Mutter zuliebe. Gibt es irgendwas, was man, wenn du gerade sagst, uns geht es ja eigentlich relativ gut da, was man machen könnte? Oder sagen die irgendwie, die Weltgemeinschaft, die ignoriert uns zu sehr? Oder? Ja. Nein, sie bekommen Unterstützung, aber halt sehr spärlich. Und es ist gerade international gesehen, werden die Israelis sehr stark unterstützt, vor allem von den Amerikanern. Und ich glaube, das, was wir vor allem machen können, ist Aufmerksamkeit erregen. Also ich habe in meinem Blogpost darüber geschrieben, wir waren ja auf der Suche nach der Freiheit sozusagen in Israel und immer wieder Aufmerksamkeit machen und den Leuten das bewusst machen, wie das dort abgeht. Und dann kann man vor allem im engeren Umfeld oder direkt den Familien schon Unterstützung geben. Ja, sei es finanziell oder sei es, dass man dem Sohn vielleicht die Chance gibt, dass er nach Europa kommen kann. Also da gibt es wahrscheinlich verschiedenste Wege. Ja, wie ist dein Jahr gestartet? Ja, gestartet. Ja, privat mache ich gerade sehr viel neue Erfahrungen. Einerseits stehe ich im Umzugang, obwohl ich zwei linke Hände habe, auf der Baustelle eigentlich immer wieder mit mir ausbauen. Auf der anderen Seite will ich im Mai Vater werden. Und das ist eine ganz neue Erfahrung. Fühlt sich teilweise noch ein bisschen unwirklich an, kann sich das noch gar nicht vorstellen. Ja. Dass da auf einmal ein Mensch da sein wird, der vorher nicht da war. Das mit der Verantwortung ist natürlich, dass der zu einem gehört und ja, wie der so sein wird. Und das ist nur sehr spannend wieder. Ja, wird mir sehr prägen, glaube ich. Ja, das erzählen ja viele Eltern, dass bis zum Tag X, dass sie sich nicht wirklich wie das ist, Eltern allem, man kann es nicht vergleichen. Ja, sehr spannend. Ich bin gespannt. Ja. Ansonsten natürlich,
Wir haben eine neue Webseite, serendi.com. Habe ich schon gesehen, sehr schön, ja. Design, ein bisschen eine Struktur reingebracht. Und haben natürlich neue Buchprojekte, an denen wir gerade arbeiten. Und im Frühjahr ein bisschen mehr hören. Thomas Seiler wird ein weiteres Buch bei Serendi verlegen. Eine völlig überarbeitete Version. Von der Freizeitpionier. Okay. Und das ist auch total schön bei ihm zu sehen, wie er sich weiterentwickelt. Weil er sagt, er hat dieses Buch vor 4-5 Jahren geschrieben und hat es jetzt komplett Seite für Seite wieder vorgenommen und komplett überarbeitet vom Stil her. Also das ist eigentlich fast ein neues Buch schon wieder. Weil sich er war selbst nicht mehr zufrieden damit, weil er hat sich selbst so viel weiterentwickelt, ja, vom Stil her. Und ja, das ist einfach großartig, so einen Prozess begleiten zu dürfen und mitzulernen. Ja, es passiert ja vielen Schriftstellern, dass einem das überhaupt nicht mehr gefällt, vielleicht sogar, was vor ein paar Jahren geschrieben worden ist, oder? Wie geht es dir da mit deinen Texten? Ähnlich, ja, sehr ähnlich. Gibt auch Bücher bei mir, die auch überlege, die völlig vom Markt zu nehmen und zu überarbeiten wieder, weil man sich einfach, das ist ja ein gutes Zeichen, weiterentwickelt, andere Ansichten geben kann, andere Perspektiven. Oder auch den Schreibstil einfach weiterentwickelt. Ja. Und ich glaube, das ist ein positives Zeichen, dass eben Bewegung im Leben da ist, weiterentwickeln. Das ist immer gut, glaube ich. Und, und bei mir ist ja auch, ich arbeite derzeit ja auch an einem eigenen Buch wieder. Worüber wird es gehen? Da geht es darum, dass wir, viele Menschen jammern ja immer sehr viel, dass die große Politik oder Wirtschaftskonzerne sehr viel Macht über uns haben und fühlen sich eingeschränkt in ihrem Leben. Und ich will da Wege aufzeigen, dass wir eigentlich sehr viel in der Hand haben. Und vor allem durch unsere Käufe, die wir tätigen auch, und die wir oft sehr unbewusst machen. Und ich glaube, wenn wir uns ein bisschen bewusster machen, wofür wir unser Geld ausgeben, dass wir das sehr viel bewegen können. Wesentlich viel. Teilweise von heute auf morgen vielleicht sogar. Relativ kurzen Zeitraum sehr viel verändern können. Selbst wenn nicht jeder mitmacht, sondern also wenn man eine kleine Gruppe macht, das passiert ja teilweise schon heute. Es gibt diese Unpacked Package Stores, die Experimente machen und Waren unverpackt anbieten, also diese Müll-Thematik nicht so gut finden. Es gibt Share Economy. Also, die Wirtschaft des Teilens, das ist nämlich, dass eben nicht jeder jeden einen eigenen Rasenmäher oder eigenes irgendwelche Geräte oder eigenes Auto ja, ist ein Riesenthema, gerade in Wien. Das ist ein super Beispiel, das ist diese Carsharing, gibt es in fast allen Städten im deutschsprachigen Bereich. Da funktioniert das ja schon gut, dass nicht jeder ein eigenes Auto besitzen muss. Und die Vorteile sind, dass man eigentlich den ganzen Wert noch los wird, den man mit dem Auto haben kann. Reparaturen, Wartung eben. Und ob das nicht vielleicht klüger ist, solche Modelle zu etablieren. Ich glaube, dass es da viele Bereiche noch gibt, wo das möglich ist, sogar im Wohnbau auch zusammenwohnen. Dass jeder eigentlich sehr viel mehr Komfort und Luxus genießen könnte, wenn wir gewisse Dinge teilen. Das muss nur gut organisiert werden. Das kann dadurch günstiger werden. Darum wird es gehen, dass wir sehr viel Macht eigentlich haben in unserer Geldbörse. Ja, spannendes Thema. Ja. Also, dass jeder einzelne Konsument viel Macht hat und wir nicht immer mit dem Finger auf die da oben zeigen, dass die alles falsch machen, sondern dass wir dann schon einen starken Einfluss haben. Ja. Es gibt ein sehr gutes Zitat von Roland Thüringer, österreichischen Kabarettisten. Der war auf einer Veranstaltung in Wien vor einiger Zeit, oder schon länger her, glaube ich. Der hat dann gesagt, es war ja nicht der Bankbeamte, der zu uns gekommen ist und gesagt, die Waffe an den Kopf gehalten hat und gesagt hat, du nimmst dir jetzt einen Kredit. Sondern es waren schon wir, die gesagt haben, ich hätte gerne eine neue Wohnung und ein schöneres Auto. Aber im Endeffekt machen wir die Banken jetzt verantwortlich für, wo sicher beiderseits Verantwortung besteht, aber auch eben von unserer Seite. Das stimmt. Für diese Krise, die wir gerade haben. Ja, wie geht es dir mit Schreiben? Du, oder mit deinen Büchern? Die englische Version von
Genau, englische Version ist voll im Laufen und wird in den nächsten Wochen veröffentlicht. Das ist fertig übersetzt, ist gerade in der Grafik, macht wieder den ganzen Prozess durch. Also der Aufbau ist natürlich der gleiche, aber nachdem sich der Text ändert, ist das wieder viel Sisyphus-Arbeit, so die ganzen Absätze neu zu machen und teilweise Bilder ein bisschen anders zu positionieren. Mhm. Aber ja, also ich kann es kaum erwarten und ich sehe einfach Riesenpotenzial in dem und ich kriege schon wieder so viele schöne Rückmeldungen von Lesern der deutschen Version, dass ich es kaum erwarten kann, das Buch einfach möglichst vielen Leuten auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Und ja, es wird auf jeden Fall als E-Book geben und höchstwahrscheinlich auch eine Special Edition wieder als Hardcover. Aber ja, das sind so die Dinge, an denen ich jetzt gerade arbeite. Im Zuge dessen auch meine Homepage übersetze, den Blog übersetze, also so das große Thema Englisch wird mich begleiten die nächsten Wochen. Macht irrsinnig Spaß, weil ich sowieso vorgehabt habe, da selber mich einzuhängen und dazu zu lernen. Ja, weil ich nicht nur mit den Büchern, auch mit TECO 7, mit meiner Tätigkeit als Fußballtrainer, wir da als Verein international tätig sind und ja, wir mit unseren Botschaften und mit dem Potenzial, das wir haben, einfach die ganze Welt erreichen wollen. Insofern ist das die Basis dafür. Mhm. Ja. Neben dem Schreibprozess, gibt es da Bücher, die dich derzeit inspirieren oder die du gut liest? Ja, das letzte war von Federico Bistono, Roboter stehlen deinen Job, aber das ist okay, das ja im Serendip Verlag erschienen ist. Und ja, also hat mich sehr inspiriert und hat mir wieder die Augen geöffnet. Wir wissen ja alle, dass Maschinen oder Roboter uns zum großen Teil schon ersetzt haben, beziehungsweise das noch viel mehr tun. Software vor allem. Software, genau. Und dass es aber okay ist, wie der Federico eben schreibt. Wir schimpfen dann immer auf die Computer und Maschinen, aber in Wahrheit sagt er, dass wir wegen einem ganz anderen Grund auf dieser Welt sind, und zwar wir sollen unser Leben genießen und das heißt nichts zu arbeiten, weil es gibt ja Arbeit, die uns Spaß macht, aber erstens vielleicht weniger zu arbeiten und vor allem das, was Spaß macht, und einfach mehr Raum zu schaffen für die Dinge, die uns erfüllen. Also eben Menschen zu treffen, die uns gut tun, beziehungsweise ja, alles, was uns einfach Spaß macht und nicht irgendwo sitzen zu müssen, weil irgendwer sagt, okay, die Arbeitswoche muss 40 Stunden haben und wenn du nur 30 machst, dann bist du eine faule Sau in unserer Gesellschaft, sondern den Job, den wir ohnehin nicht gern machen oder der den Computer vielleicht besser machen können, sollen die erledigen und wir machen uns frei für alles andere. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahrzehnten in unseren Gesellschaften die Arbeit auf ein Protest gehoben, so richtig. Und der Frage eigentlich, ob nicht, ob das sein muss, ob jeder arbeiten muss, ob jeder. Ja. Vielleicht ging es anders effizienter, vielleicht würden wir als Gesellschaft wachsen. Ja. Ich glaube, in den 60er Jahren, die Mondlandung war, oder da habe ich mir das Gefühl, da war so ein weiterer Blick für das Ganze da, dass wir noch, also es gibt ja nicht nur die Erde, wir haben als Menschheit andere Dinge noch vor, das Universum zu reisen können, große Träume der Menschheit eben zu erfüllen. Und das geht irgendwie ein bisschen verloren von in den letzten Jahren. Wir konzentrieren uns sehr auf unseren Planeten, was nicht schlecht ist, aber halten uns der Meinung nach mit Dingen auf, die vielleicht gar nicht notwendig sind. Ich glaube, da können ja Leute wie Federico Pistono augenöffnend sein. Einen oder anderen vielleicht überzeugen, da ja, das eigene Tun zu beschreiben. Ja, das stimmt. Ja. Ja, und der Federico schreibt ja selber auch wieder, dass du als Einzelner sehr bewusst und schon sehr viel Einfluss zumindest auf dein Leben hast. Also wir geben uns immer gern so im Selbstmitleid das Opfer des Systems, aber es hat jeder in den eigenen Händen. Und brauche ich keine Ahnung. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist zu unterscheiden, welche Technik, welche Software unterstützt und uns erleichtert uns das Leben und lässt uns sogar Zeit gewinnen, aber was kostet uns eigentlich mehr Zeit und Energie? Eh, was der Roland Thüringer in seinem aktuellen Programm immer wieder anspricht, dass oft so ja. Handy und Facebook und all die Dinge, die gut sind und die uns das Leben erleichtern oder erschönen. Zeit sparen sollen. Ne? Genau, aber das ist oft genau im Gegenteil ausartet. Ja. Ne? Einer, der auch darauf hinweist, dass wir viel
oder alles selbst in der Hand haben, ist Gerald Hörer, Investment Punk. Ja. Das erste Buch von Investment Punk habe ich noch nicht gelesen, aber eben zufällig war im Buchcafé in Wiener Neustadt, südlich von Wien. Tolles Buchgeschäft, nämlich eine Kombination, wie der Name schon sagt, aus Buchgeschäft und Kaffeehaus. Das heißt, da wirklich gibt es ein paar Tische, kannst du einen Kaffee bestellen oder frühstücken sogar. Und rundherum um dich sind Bücher. Du nimmst einfach aus dem Regal ein Buch und fangst dann zu lesen und trinkst den Kaffee. Mhm. Und natürlich nimmst du da Bücher mit. Das ist ein tolles Geschäftskonzept, meiner Meinung nach. Nee. Und ich habe das mitgenommen, das ist mir in die Finger gekommen. Gegen Gift von Gerald Hörhahn. Wie euch die Zukunft gestohlen wird und was ihr dagegen tun könnt. Einerseits, für mich besteht das aus zwei großen Teilen irgendwie. Einerseits beschreibt er sehr gut, wie er zu Erfolg gekommen ist, wie er in Immobilien investiert oder investieren würde auch, oder wie er es empfehlen würde und auch in andere Investments, also wie man das anstellen kann, um passives Einkommen auch zu bekommen oder ja, unabhängig zu werden, finanziell unabhängig. Auf der anderen Seite aber natürlich spricht er das Thema an, ja, dass wir nicht nur vielleicht, dass es vielleicht gut wäre, nicht nur auf die Politik uns zu verlassen oder auf andere große Player, sondern selbst die Initiative ergreifen sollten und das vielleicht nicht nur durch Demonstrationen oder andere Protestkundgebungen, die wahrscheinlich nur selten wirklich gehört werden von Entscheidern, sondern er sagt, ja, es gibt schon einen Weg und sagt, schaut, dass ihr selber wirtschaftliche Macht gewinnt, schaut, gründet Unternehmen, verdient euer Geld und wenn ihr wirtschaftliche Macht habt, könnt ihr viel bewegen. Ja. Und ich finde einen total guten Ansatz. Schöner Ansatz, ja. Und deswegen auch der Titel Gegengift, ne? Das könnte ein Gegengift sein gegen gewisse Entwicklungen in der Welt, die vielen Menschen vielleicht angefallen. Stichwort TTIP oder das finde ich natürlich. Ja, schön, ne? Ja. Schönes Cover auch. Alles so schlicht und clean, ja. Giftig. Ja, habe ich verstanden. Ja, super. Das ist ja gut zu lesen. Ja, ich habe mir einen Talk schon mal gesehen, aber beeindruckender Typ. Ja. Er sagt wirklich, was er meint. Frei heraus. Ja, schön, Wolfgang. Freut mich, dass wir an dem schönen Frühlingstag zusammenkommen sind. Eine Runde spazieren. Ja, gehen wir eine Runde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.